Hallo, willkommen zurück zu Factorio. So, zwei Pumpen hatten wir ja gebaut. Ich habe dann hier noch ein bisschen gewartet. Wie man sehen kann, ist hier jetzt alles schön voll. Also nichts mehr, was jetzt irgendwie danach kommt oder so. Ich habe hier auch grüne Fläschkes noch, die ein bisschen im Vorlauf sind. Und wir können ja schon das nächste hier technologiemäßig erforschen. Ich weiß nur noch nicht was. Am besten ja eigentlich alles. Robotertechnik könnte man auch machen. Raketensilo. Was da genau auf sich hat, weiß ich auch noch nicht. Müsste man auch mal gucken. Und dann haben wir hier noch schnellere Fließbänder und sowas. Logistik 3. Und da braucht man, glaube ich, auch die blauen Fläschkes für. Die müssen wir erstmal anders bauen. So, Lasertechnik, Solarenergie. Könnte man auch mal erforschen. Motor. Ich glaube hier fortgeschrittene Materialverarbeitung oder Stromnetz könnten wir mal updaten. Oder am besten Werkzeuggürtel. Der sollte recht zügig fertig sein. Und dann fangen wir mal an, hier eben hier diese Ölbauinseln zu bauen. Hat ja noch ein paar weitere. Zwei Stück. Ich wollte die ja verbinden hier. Ich weiß nicht, ob der das Rohr wegkriegt. Vielleicht so machen. Muss aber da rum. Brauchen wir den so dahin? Hier haben wir auch noch eine. Die baue ich dann so hin, damit ich die noch verbinden kann. Kann ich noch neue bauen? Ich kann noch zwei bauen. Wunderbar. Bauen wir die zwei auch noch. Dann kriegen wir nämlich auch noch ein bisschen Energie dahin. Ich kann schon mal ein paar Rohre anbringen. Oh, die kann man doppelt anbringen. Wusste ich auch noch gar nicht. Mist. So. Muss ich näher ran. Sind die verbunden. Und dann würde ich sagen, die verbinden wir dann auch noch. Geht es gerade gar nicht. Ach, da oben. Ich Idiot. Das habe ich ja hier oben gemacht. So, verbinden wir das mal so. Das ziehen wir dann so dahin. Da können wir hier einen Ausfluss machen, wo alles rauskommt. Und hier verbinden wir dann noch diese hier, wo ich noch zwei Stück beibauen muss. Aber die habe ich ja schon gebaut gerade. So. Können wir näher ran so rumbauen. Den drehen wir, dass der von unten kommt. Dann können wir den nämlich auch verbinden. Einmal so. Wir werden näher dran. Machen wir einen länger. So, den dahin. Und dann können wir die hier verlängern. Auch nochmal. So, lassen wir die hier zusammenkommen. Ich würde sagen, ich mache hier nochmal so einen Knick hin. Dann habe ich ja noch irgendwo die unterirdischen. Geht der jetzt runter? Ja, da kommt er hoch. So. Den bauen wir mal so dahin. Dann kann ich noch ein normales Rohr nehmen. Das damit verbinden. Ne, Quatsch. Was erzähl ich da? Soll ja frei bleiben. Mist. Kann ich den noch drehen, wenn ich den anklick? Ja, kann ich. Gut. Wunderbar. Dann kann ich den nämlich hier hingehen lassen und dann so. Weil ich muss ja das nachher anschließen. Also an den Teilen, die ich noch bauen muss. Diese hier. Da fehlt mal wieder Eisen.
müssen wir mal eben Eisen holen. Ob hier genug verproduziert wird. Gerade so. Schon eine ganze Flotte an. Und dann können wir hiervon zwei Stück bauen. So Lager. Quasi Lagertanks. Hier ist jede Menge Platz. Das heißt, ich kann diese Rohre hier nach oben ziehen. Das auch. Na, da komme ich hin. Dann baue ich am besten hier nochmal so einen unterirdischen Gang. Einmal so rum. Nee, ich bin zu weit weg. Wer da wieder hochkommt. Und hier genau der gleiche. So. Dann auch noch ein paar Röhrkes hin. So, zwei, drei Verlängerungen. Und dann kann ich die Dinger nämlich hier anschließen. So. Einmal so und einmal so. Ja, wenn wir das haben, brauchen wir natürlich noch Strom. Und dafür bauen wir dann hier ein komplett neues Kraftwerk hin. Kann ich das? Davon brauche ich einen. Davon einen. Davon drei. Dann bauen wir hier ein Kraftwerk hin. Naja, Kraftwerk. Ist ja nicht wirklich ein Kraftwerk, ist ja mehr so eine Dampfmaschineneinheit. Die basteln wir hier hin. Dann brauche ich jetzt noch Kohle. Die muss ich mal irgendwie ankommen lassen hier. Am besten von hier. Nee. Muss ich mal wieder husten. So, ich hatte glaube ich noch so einen Verteiler hier, oder nicht? Ja, haben wir. Das ist schön. Kann ich eine Verteilung hinbauen? Die läuft aber gerade falsch rum. So, jetzt haben wir hier jede Menge Straßen. Oh, zu weit weg. Ich lasse ja extra ein bisschen mehr Platz, falls ich mal noch was dabei bauen muss. Weiß ich ja jetzt gar nicht. Hier nach unten. Ich habe mir wieder irgendwelche Förderbänder. Bauen wir direkt mal alle auf. Sind noch zu wenig. Lalala, ja, das dauert ein wenig. Aber man muss es ja vernünftig bauen, ne? Weil wenn man alles so kreuz und quer macht, hat das auch nichts. Muss schon ein bisschen bedacht bauen. Oh, der kann weg. So, der nach unten. Da waren die schon wieder auf. Jetzt brauche ich wieder Eisen. Wieder zu wenig Eisen. Irgendwie aber immer irgendwas zu wenig. Also irgendwas fehlt immer. So, hier Eisen an der Sonne. Wahrscheinlich kann ich gleich hier wieder Kohle nachfüllen, weil die dann auch wieder leer ist. Ich meine, hier kommt ja schon genug an. Gott sei Dank. So, hier noch ein paar Fließbänder dabei. Muss ich mal gucken, wie das hier aussieht. Muss ja den Arm noch dahin bauen. Ne, einen nach unten und dann die Kurve. So. So, dann brauche ich noch drei von den Ärmchen. Die mir natürlich die ganze Kohle da reinschmeißen. Dann schmeißen wir da schon mal Kohle rein. Damit da auch schon mal Strom produziert wird.
Sonst haben wir nämlich nachher keinen Strom. Das ist dann auch scheiße. So, jetzt brauchen wir natürlich noch hier Verbindungen. Haben wir auch zu wenig von. Ich kann eigentlich mal die neuen bauen. Muss ich auch noch machen. Da muss ich noch forschen, wenn ich das richtig habe. So, hier näher dran. Auch zu weit weg. Ah, Mist. Muss ich auch noch hier rumlaufen. Da eine hin, da eine hin. Dann läuft das. Dann wird hier der ganze Öl abgepumpt. Oder das ganze Öl wird abgepumpt, geht dann hier so rum, hin. Schwupp. Hier natürlich auch so. Dann sollte sich das eigentlich hier langsam auffüllen. So, jetzt können wir die Strommasten auch noch machen. Läuft hier nämlich das ganze Öl durch. Hier auch. Rohöl. Und hier ist gar nichts drin. Wieso nicht? Habe ich das falsch gemacht? Da wird aber durchgepumpt. Wieso kommt denn da nichts an? Ich glaube, da habe ich irgendwas falsch gemacht. Machen wir das anders. Pflanzen wir hier den weiter. Einmal so. Einmal so. Dann setzen wir das nochmal dahin. Das geht nach unten. Und dann kann das hier nämlich rein. So, jetzt geht das. Wahrscheinlich, weil ich den in der falschen Richtung hatte. So, das fühlt sich das nämlich hier langsam auch. Und das kann man dann wiederum in einer Fördermaschine umbauen. Oder hier in so einer Ölraffinerie, natürlich. Dafür brauche ich aber noch Stahlträger. Die gehen wir mal eben holen. Die müssten hier drin sein. Das mal 100 Stück. Und dann können wir davon normalerweise 2 Stück bauen. Kann ich aber noch nicht, weil mir wieder Eisen fehlt. Immer die Sachen mit dem Eisen, ey. Normalerweise hat man tonnenweise Eisen. Und dann will man mal was bauen und dann hat man wieder kein Eisen. Schön. Nicht schön. So. So, toll. Jetzt können wir wieder zurücklatschen. Und dann, achso, die haben gar keinen Strom. So, jetzt aber. Ich muss schon sagen, warum machen die Dinger nichts? So, jetzt können wir hingehen und hier diese Teile bauen. Da brauche ich 4 Stück von. Damit man damit nachher wieder verarbeiten kann. Bestimmte Sachen. Das dauert jetzt eben, bis das fertig ist. Auch normal. Warum auch immer. Das ist aber so. Ja, und dann können wir das hier alles anschließen. Und wenn wir das angeschlossen haben, dann ist schön. Hoffe ich doch. Na, fertig. Da ist schon eine fertig. Gut, dann können wir die schon mal hier anschließen. Einmal umdrehen. Müssen wir eben gucken. Da sind die Rohre. Die dahin. Andere noch gar nicht fertig, ja jetzt. Schön. So, und die dahin. Dieselbe Höhe. Ja, ist dieselbe Höhe. Nur mein Weg reicht gerade wieder nicht. Muss ich wieder hier rüber latschen. So, hier.
Da auch eine hin. Wenn ich jetzt noch ein paar Rohre hätte, habe ich aber nicht, dann könnte ich die da anschließen. Das heißt, wir bauen noch mal so ein paar. Muss natürlich auch noch warten, bis der andere Rest da wieder fertig ist. Vor allem frisst er auch meine Rohre jetzt auf, die ich gerade gemacht habe. Mit meinem schönen Eisen. Natürlich auch nicht die schöne Art, aber okay. Ist aber gleich fertig. Dann können wir das Ding anschließen. Und dann können wir schon mal was herstellen. Ja, wieder einer fertig. Ich lasse hier auch mal ein bisschen Platz zwischen. So, eins, zwei. So, da kommen die Rohre alle an. Und die kann man hier alles schön verbinden. So. Da waren sie schon wieder leer. Oh ne. Und noch welche. Ich weiß nicht, ob ich hier den Weg freilassen sollte, damit ich da durchlaufen kann, aber das lassen wir mal. Und wäre ja eigentlich sinnvoll, aber ich ziehe dann einfach mal alles durch hier. Und oh, nicht der da. Dahin. So. Damit wir die Dinger nachher verbinden kriegen, verbunden kriegen. Drehen wir hier da einen davon hin, da einen davon. Nur zwei. Eins, zwei, drei macht man davon. So. Das weiß ich zufällig, weil ich nämlich auch mir ein anderes Let's Play natürlich angeguckt habe. Jemand anders hat da gemacht habe. Und man muss ja ein bisschen gucken, weil ist ja nicht ganz so einfach. Wenn man das Spiel vorher noch nie gespielt hat, dann steht man nämlich da. Wie funktioniert das jetzt? Quasi. So, drei, zwei, drei. Und die können wir dann wieder rum verbinden mit diesen anderen Rohren hier. Würde man meinen, ne? So, jetzt weiß ich nicht, wie viel Strom ich habe mit dem Kraftwerk da unten. Keine Ahnung. Ich will jetzt erstmal alles verbinden und das machen wir in der nächsten Folge dann weiter, würde ich sagen. Dann verbinden wir das, dann bauen wir mal hier dieses, ja, steht ja schon. Kann ich das auswählen schon? Kann ich schon auswählen. Da hat man hier nämlich grundlegende Ölverarbeitung. Das ist so eine Standardverarbeitung, die man dann machen kann. Und dann wird dann nachher weiterverarbeitet. Auch in der Chemiefabrik und sowas. Und dann wählen wir das erstmal aus hier. So, da brauchen wir jetzt erstmal. Und dann kann man schon mal was herstellen von. So. Und dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge sage ich dann mal tschüss. Ich hoffe, ihr hattet schon ein bisschen Spaß beim Gucken, wie ich mich hier so mache. Falls ihr ein paar Ideen habt, könnt ihr natürlich gerne was in den Kommentaren schreiben. Ansonsten, ja, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.